Die Queen ist leider verstorben und man liest immer wieder Rest in Peace. Was bedeutet das eigentlich? Erstens, die Floskel Rest in Peace geht eigentlich zurück auf die antiken Römer und bedeutet im Grunde genommen, möge der Verstorbene in Frieden ruhen und ist damit eigentlich ein Gebet. Und das ist an sich schon unbiblisch, denn die Menschen sollten nie für und zu Verstorbene beten. Denn weder den Aufenthaltsort noch den Zustand des Verstorbenen können die Menschen beeinflussen durch ihr vermeintliches Gebet. Allein das liegt allein in Gottes Hand. Zweitens, die Floskel Rest in Peace und auch andere wie nun ist der Verstorbene an einem besseren Ort oder nun schaut er von oben uns zu. Das sind letztlich vergebliche Floskeln des Trostes. Man versucht sich zu trösten mit diesen Floskeln. Teilweise werden diese Floskeln dann auch religiös. Aber das sollten die Menschen nicht tun. Stattdessen sollten sie lieber in das Wort Gottes, die Bibel, schauen. Denn das Wort Gottes, die Bibel, ist die einzige zuverlässige Quelle, wo du erfährst, was mit dem Menschen nach seinem irdischen Tod geschieht im Jenseits. Drittens, und die Bibel macht da eindeutig klar, der Geist und die Seele des Menschen ist unsterblich und geht ins Jenseits und der Körper wird zur Verwesung in die Erde gelegt. Im Jenseits gibt es ein Totenreich mit zwei Bereichen. Ein Bereich ist getrennt von der Gegenwart Gottes und ist damit ein Ort der Qual. Dahin kommen die Menschen, die nicht geglaubt haben an Jesus Christus, die nicht an den lebendigen, dreieinen Gott geglaubt haben. Und es gibt einen zweiten Bereich, das ist das Paradies. Dort kommen die Seele und der Geist der gläubigen Menschen hin. Und dieser Bereich ist geprägt von der Gegenwart Christus. Das heißt, der Gläubige ist bei Christus. Das ist das Hauptcharakteristikum des Paradieses. Und dieser Bereich ist tatsächlich verbunden mit Frieden, Ruhe und Glück, Glückseligkeit. So sind die Menschen in diesen beiden Bereichen, bis es zur Auferstehung der Körper kommen wird. In der Zukunft werden alle Körper auferweckt, sowohl der Gläubigen als auch der Ungläubigen, und wieder zusammengeführt, wieder vereinigt mit der Seele und dem Geist. Und so werden dann die ungläubigen Menschen ganzheitlich vor dem Thron Gottes gestellt und dann verurteilt für die ewige Gottesferne. Das ist dann die Hölle, der zweite Tod, in Ewigkeit getrennt von Gott. Und die Gläubigen werden in den Himmel, in den Aufenthaltsort Gottes kommen und dort ewige Glückseligkeit haben.